Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Ihr seht, hier haben wir schon ein bisschen was aufgebaut. Ist Grund oder Schuld daran ist etwas ganz Doofes. Und zwar habe ich schön hier eine Aufnahmesession heute gemacht und 3 Folgen aufgenommen. Und die waren richtig erfolgreich. Wie ihr seht, hier schön die Grundlagen. Hatten hier alles zu mit Sträuchern und so. Nach dem Spielstand neuladen sieht man das natürlich nicht mehr. Wir hatten hier überall unsere Totems aufgestellt, hier lagen Berge an Leichenteilen, das heißt, wir hätten noch zig von den Totems aufstellen können. Und dann nach der Aufnahmesession in The Forest wollte ich ein bisschen Battle Royale aufnehmen und dann sagt mir der Kollege Raced in Teamspeak, boah, ich wäre so voll laut und so, und dann hat sich automatisch mein Mikro wieder auf 100% Lautstärke beim Pegel gestellt, anstatt auf 7%, und ich habe mir schnell direkt die ganzen Videos hier angehört, die ich aufgenommen habe. Und die waren so dermaßen übersteuert, dass ich die leider alle löschen musste. War nichts zu machen, außer nachsprechen, aber dann kannst du auch einfach neu aufnehmen. Und dann erspare ich auch den mühseligen Anfang hier sozusagen mit alles aufbauen. Und ja, denk ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wie die Basics funktionieren, wie man hier die ganzen Sachen baut, das wisst ihr alle. Und dann fangen wir direkt an hier mit den größeren Sachen. Der einzige Nachteil, und zwar, achso. Da komme ich gleich drauf zurück, was ich gerade sagen wollte. Es gibt eine Mod. No More Birds oder so heißt die, glaube ich. Die habe ich jetzt drin. Das ist ein Mod-Installer für The Forest. Was die bewirkt, ist mit F1. Seht ihr hier? Kann ich Gras aus und anmachen. Okay, an kann ich gleich wieder machen. F2 weiß ich gerade nicht. F4 ist so ein Cheat-Mode. Aber das wollen wir nicht, sondern F5. Machen wir Gras an und da geht der Nebel weg. Da können wir dann so richtig... Oder? War das F5? Ja. Können wir richtig weit gucken und sehen, achso, muss ich nochmal drücken jetzt. Ja, so. Kann man richtig weit gucken und sieht alles und total cool. Und mich juckt an der Nase. Eieiei. Genau, und mit dem Addon kann man J drücken. Und wenn man J gedrückt hat, dann wird das Inventar sozusagen resettet. Ich kann jetzt mal mein Inventar öffnen. Resettet heißt, alle Gegenstände, die nicht angezeigt werden, werden sozusagen gelöscht. Und wenn man die wieder aufnimmt, dann kann man sie von vorne wieder sammeln. Demnach habe ich gerade schon ein paar Medics gesammelt, Cloth, Boost und Snacks. Auch Batterien, weil ich eine Taschenlampe gefunden habe, sind wieder da. Steine muss ich jetzt noch sammeln. Aber es ist sehr cool, denn dann kann man wieder auch Items nach dem Laden benutzen. Und Molotovs kann ich auch wieder nach dem Laden craften. Was ich ja richtig cool finde. So, hier Stick Edit. Ne, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich jetzt hier bei dem Spielstand weitermache, aber dann wieder von vorne anfangen. Seid mir da nicht böse, aber nach knapp 2 Stunden Aufnehmen hatte ich da echt keinen Bock mehr zu. Vor allem, weil ich nicht verstehe, warum mein Mikro sich automatisch, und auch nicht immer, sondern ganz selten einfach irgendwann mal so random den Pegel wieder auf 100% stellt. Wenn ihr wisst, woran das liegt, schreibt es gerne und sagt mir Bescheid, dass ich es beheben kann. Das ist nämlich total nervig. Und genau, das hat man gerade schon gesehen. Jetzt werden wir nur schon Tennisball werfen und wegwerfen oder Sticks aufheben, obwohl sie schon voll sind. Dann müssen wir jedes Mal die Axt neu aus dem Inventar holen. Das ist auch der einzige Nachteil noch, den man hat, nach einem Spielstand neu laden. Der Rest wird durch dieses Addon ganz gut eigentlich behoben, ausgeglichen. Behoben und ausgeglichen. Wollte ich sagen, hier ist ein Hase. Ein. Ich krieg mal noch. Wo bist du? So. Haben wir den Hasen auch erwischt. Stein ist jetzt voll, glaube ich. Ja, perfekt. Ich muss gerade mal gucken, weil hier gibt es irgendwo. Ne, das waren sie nicht. Oder? Ne. Oh, hier gibt es was zu essen. Happa, happa, happa. Sehr gut. Da lag ein Stein zwischendrin, deswegen haben wir die Axt wieder kurz verlegt. Hier irgendwo muss doch jetzt kommen. Weiß es doch. Hier gibt es nämlich irgendwo Samen, die wir brauchen, um unsere Felder... ...anzulegen. Das ist ein Sound, der mir nicht gefällt. Aber sowas von gar nicht. Wo gibt's denn jetzt hier die Samen? Die waren doch hier irgendwo.
Käse. Bin immer hier hochgelaufen und hier waren sie überall. Hier, die ganzen orangen Dinger, aber ich kann die jetzt gerade nicht mehr sammeln. Das sind aber eigentlich alles Samen. Oh, ne, den wollte ich, den Kollegen. Und den Kollegen. Und den Kollegen. Oh. So zwar nicht unbedingt. Was machen wir jetzt? Wir können hier keine Samen mehr aufsammeln. Ja, ist ja okay. Oh, Blut. Dann gehen wir uns mal waschen. Wir könnten unterwegs eigentlich noch einen Baum fällen. Und den mitnehmen. Weil wir haben ja zwei wunderbare Lockholder. Da wollten wir noch mehr bauen, beziehungsweise habe ich halt in der Aufnahme gesagt, in der nächsten Folge gibt es noch mehr Lockholder und dann sammeln wir erstmal ganz viel Holz. Damit wir dann uns eine eigene Custom Base aufbauen können. Wäre dann auch meine erste, weil ich schon mal gebaut habe. Baumfeld! Ja, hier lag wirklich der ganze Strand hier. Du hast kaum Sand gesehen. Ich habe richtig viel von den Viechern gekillt. Vorneweg 30 Stück oder so. Aber naja. So schnell geht's. Zack, zack. Mikro übersteuert. Nichts mehr funktioniert. Und ich hoffe, es hat es jetzt nicht wieder automatisch irgendwie hochgeschraubt, weil dann kriege ich echt einen Kollaps. So, einen Stamm haben wir noch, dann haben wir in beiden schon mal vier. Dann würde ich sagen, gehen wir aber nochmal kurz, bevor wir hier weiter fleißig Holz sammeln und eventuell noch so zwei, drei Lockholder bauen, hier neben gucken, ob wir dann hier neben die üblichen Samen aufsammeln können. Weil das fände ich schon wichtig, weil mir wurde halt gesagt, das habe ich auch letztes Mal erklärt, oder in der Aufnahmesession, die ich verwerfen musste, dass wenn man hier um seine Base sozusagen diese Felder rumbaut und die mit den Sträuchern zuwachsen, also mit den Blueberries hier. Okay, ich kann hier aber leider gerade gar nichts machen. Dann ist man geschützt durch die Sträucher, weil die Sicht verdecken und dann sehen die einen nicht. So, dann wollen wir mit ein paar Körperteile. Steine, Stickies, alles voll. Dann machen wir noch ein bisschen langsam. So, hier irgendwo in der Gegend gab es oder gibt es eigentlich nämlich auch Samen. Wenn ich sie denn finde. Die sind schon verdorben, leider. Wobei, können wir auch gucken, ob wir hier jetzt irgendwo einen Speer finden am Uferrand. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Lager. War ich hier überhaupt schon mal? Ich glaube nicht, oder? Der See ist mir zumindest so nicht in Erinnerung. Irgendwo die Leichen. Was ist denn hier passiert? Ich suche nur Samen. Aber ich finde hier gerade keine. Wie gesagt, hier gab es eigentlich immer diese orangenen Samen. Und das Sticky. Da bin ich schon letztes Mal direkt hier die ganze Zeit hingerannt und habe die alle gesammelt, aber irgendwie... Hier, genau die. Das sind genau die Stellen, an denen sie sind. Das sind sie auch, aber ich kann sie nicht aufsammeln. Das wäre ja doof, wenn jetzt alle Samen sozusagen
nach dem Spielstand neu laden futsch werden. Ah, hier hatten wir dann noch was zum Sammeln. Das ist doch schon mal gut. Und hier haben wir einen Speer. Jawohl. Sehr schön. Und trotz allem mehr Samen. Das, ja. Ne, das war nur direkt zum Essen. Genauso wie der Pilz hier. Das sind doch die Samen. Genauso sehen die drüben auch aus. Nur irgendwie konnten wir die nicht aufsammeln. Aber jetzt wissen wir, wo noch welche sind. Jetzt wir erstmal zurück zur Hütte. Und unterwegs einfach noch einen Baum umkloppen. Ah, denke ich mal, wir hier. Das schöne Stück. Muss jetzt dran glauben. Ja, ich überlege gerade, was hat schon in den letzten Folgen alles so erwähnt? Weil ich habe auch einiges zu Änderungen auf meinem Kanal gesagt. Seit ich im Gamester-Netzwerk bin, das wisst ihr mittlerweile. Dass wir das Stomping Land leider pausieren müssen. Also, was heißt leider? Ich meine, es ist halt so. Es gibt so wenig Möglichkeiten und ich will ja das Let's Play interessant und spannend für euch halten. Und das ist mir im Moment einfach nicht möglich. Ich denke, da habt ihr auch Verständnis für, beziehungsweise habt bisher ziemlich Verständnis gezeigt, was ich in den Kommentaren drunter gelesen habe. Und wir machen da ja auf jeden Fall weiter, wenn es was Neues gibt. Nur ist es im Moment halt einfach... Ja, du kannst halt leider nicht wirklich was machen. Und jetzt mal denselben Dinos herrennen, na, das ist schwierig. Aber ich denke auch, dass da mit dem Inventar, was jetzt ja schon drin ist, auch bald zur Customization kommt und vielleicht auch ein oder andere neue Dino und dann sind wir da auf jeden Fall wieder dabei. Anstelle dessen kommt ja jetzt State of Decay. Habe ich noch nie gespielt, nur Gutes drüber gehört. Mich aber auch so noch nicht befasst, das heißt komplett neu und Noob und... Also ich hoffe mal nicht Noob, aber komplett neu halt. Und bin da gespannt, was uns da erwartet. Habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, werde ich morgen aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich es ankündigen soll oder nicht. Da könnte ich bei der lieben Blessix bedanken. Die hat gesagt, sie will auf meinem Kanal Outlast sehen, weil ich immer am Überlegen bin, was ich denn noch machen soll an dem Tag, an dem jetzt sozusagen eine Minecraft-Folge fehlt. Und hier hinten machen sie wieder... Willen sie fangen oder was? Wie hast du mich gesehen? Ja, genau. Und da wird an den Tagen, an denen dann jetzt State of Decay kommt... Tja. Ist gut jetzt. Geht doch. Sorry. Ist hier so ein bisschen abgelenkt, zumal es hier so ein bisschen buggy ist, aber kein Problem. Haben wir alles geklärt. Genau. Werde ich Outlast spielen an den Tagen, an denen State of Decay kommt. Ich versuch's zumindest. Hab's schon mal gespielt und hab's auch sogar irgendwie geschafft durchzuspielen. Wie ich das geschafft habe, ich weiß es nicht. Immer mit einem Kollegen gespielt und wenn es mir zu viel wurde, also nach so allen 2 Minuten oder so. Habe ich gesagt, hier so einmal Spielerwechsel bitte und dann kannst du mal so ein bisschen abschalten, runterfahren, nur zugucken. Das Zugucken geht eigentlich. Selbst spielen, da kackst du schon ziemlich in die Hose. Und ja, jetzt wo ich das angekündigt habe, Mama, ich will das gar nicht spielen. Jetzt muss ich durch. Cover in Blatt, genau, wir wollten uns waschen. Da war ja was... Oh, perfekt. Hier haben wir noch einen Boost. Den wir wahrscheinlich nicht aufheben können. Nö. Uiuiui, jetzt wäre schon noch fast ins Feuer gelaufen. Oder. Das wäre nicht Sinn der Sache gewesen. Okay, das Anpflanzen funktioniert auch noch.
Gut, das heißt, die Felder sind nicht schon komplett kaputt, sondern, ja, ne? So, was können wir denn hier noch bauen? Ich meine, hier Abschreckung sollten wir ja genug haben. Was? Fallen. Ja, das ist schade, dass die Items hier absolut nicht übereinstimmen. Aber ich würde gerne mal so eine Nose Trap sehen. Oh, die dreht aber jetzt. Okay, die hat sich ganz schön schnell gedreht. So. Alles gut. 5 Loks. Haben wir ja zum Glück alles parat. Sehr praktisch, ne? Ich würde jetzt gerne mal jemanden davon anlocken. Eventuell dich. Du bist dran. Oh. Mein Gott, er hat uns gesehen. No. Ach Käse, wir haben hier den... Nein. Nein. Jaus. Komm her jetzt. Hier, ich droh dir. Du musst jetzt herkommen. Ob die anderen sind auch alle aus? Geh du auch aus, bitte. Wo läufst du lang? Hier musst du durch. Komm her. Ihr bleibt mal da hinten. Damit die auch da bleiben. Oh, 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 4 Stück. Denen haben wir es aber gegeben nur. Ich hab gedacht, da hocken 2 und nicht 4. Hier irgendwo müssen ja die anderen Leichen liegen. Eigentlich. Oder? Ja komm, Kollege. Einmal durch die Falle jetzt hier bitte. Dich meine ich. Oh! Er will nicht. Hopp, komm, 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 komm. Na, komm her jetzt. Du blöder Penner. Ich hab gesagt, du sollst jetzt herkommen. Hier. Na. Haha! Wie lustig! Oh, es hat geklappt! Meine erste Falle! Ey, das finde ich cool. Kann der sich auch befreien? Jetzt kommen so schon wieder so die Fragen, ne? Kann ich mich eigentlich an den Totems hier anzünden? Nö. Gut. Kann ich mich an so einen großen anzünden? Nö, sehr gut. Haha. Der bleibt da schön hängen. Könnt euch aber sicher sein. Der kommt hier nicht weg. So, haben wir noch genug Sticks? Sticks haben wir 6 Stück, da brauchen wir noch 2 neue. Ich wollte den jetzt eigentlich nicht als Waffe ausrüsten, aber ist okay. Weil wir haben jetzt 8. Perfekt. Nein, komm her, du blöde Echse. So, und jetzt müssen wir wieder die Samen hier holen. So
bevor wir den nächsten Baum fällen, weil wir wollen hier wieder alles zubewuchern. Nicht wahr? Und die waren irgendwo hier hinten, richtig? Richtig. Hier unten kamen sie langsam. Genau. Da sind wir richtig. So, perfekt. Dann müssen wir hier nur wieder einmal Axt auswählen. Dankeschön. Und weiter geht's. Aber das finde ich ja cool. Da baumelt jetzt hier so ein Chaot. I like. Gerade mal auf die Nahrung gucken und wie viel Durst wir denn haben, aber das hält schon Grenzen. Du wirst jetzt nicht versuchen, deinen Kollegen hier freizumachen, okay? Da ist ein brennendes Totem, das soll dich abschrecken. Oi. Da ist irgendwo ein Stamm ganz schön weit geflogen. Warum interessiert es den denn nicht? Hier stehen doch voll die Totems. Du hast mich gesehen? Süß. Mir gerade egal, Penner. Ich mach nochmal die anderen Totems an. Kann ja nicht sein, dass der Kollege einfach durchläuft. So läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht. Ja, ich habe auch noch rausgefunden, dass das hier auch ein Höhleneingang ist. Das habe ich davor gar nicht so wahrgenommen. Aha. So, müssen wir die anderen zwei Stämme noch holen und wieder dranhängen, sozusagen an. Beziehungsweise dranhängen. Ja, und unseren Lockholder. So, wo hier sitzt der. Irgendwo hier muss noch ein Stamm sein. Oh, da fliegt der immer noch. Pardon? Stamm? Mal auf die Zeit gucken, aber Komm doch! Ich will nicht! Also die Frauen sind echt richtig aggro, ne? Stirb, hab ich gesagt. Genauso. Oh! Ich glaube, ich habe dem irgendwie die Beine abgehauen. Entschuldigung. Ah, irgendwie voll mit Absicht. Blöder Penner. Ach, hier haben wir unser Feuer an. Und dann gucken wir mal, was war. Ach, machen wir mal ein bisschen Kaninchen. Ein bisschen Feuer nachlegen. Einmal wieder Rüstung drauf und das ist doch hervorragend. Ja, hier haben wir doch was angepflanzt. Eat. Yum, 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 yum. Nein, ich will da gar nicht so ein Drive.
Ah, hier konnte ich es gerade aufsammeln. Perfekt. Kann ich wieder anpflanzen. Ihr macht jetzt mal Rückwärtsgang und verpisst euch. Danke. Und ihr macht mal, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr schreibt in die Kommentare, was euch denn nicht gefallen hat, was ich anders machen soll, wie ich spannender gestalten kann. Ich versuche hier eigentlich immer so einen gesunden Mix aus Kannibalen töten oder hier aufhängen. Und Basebau zu betreiben, damit es hier ein bisschen vorangeht. Ich meine, okay, jetzt Holz sammeln, das dauert halt einfach eine Weile. Aber ich denke, nächste Folge, wenn wir noch ein bisschen mehr Holz haben, werden wir die Lockholder hier aufstellen und dann wirklich anfangen, die anderen Fallen hier rundherum noch aufzustellen und uns dann eventuell hier großräumig eine Mauer rumzuziehen und eine Hütte aufzubauen. Weil mit dem Addon können wir jetzt sozusagen die Teile, die wir nicht mehr angezeigt bekommen, trotzdem wieder ins Inventar bekommen und somit steht in einer langen Session eigentlich nichts im Wege. Ich rüste mal lieber die Axt aus, wer weiß. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns übermorgen bei der nächsten Folge The Forest wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.